Schauen wir mal, was sich hier dahinter versteckt. Ach, ein Menhir-Rätsel. Oder Menhir-Rätsel. Wird das Menhir oder Menhir-Rätsel ausgesprochen? Das frage ich mich schon seit Tag 1. Ich habe mich noch nicht damit umgehend befasst. So, also das ist das Menhir-Rätsel in Nottinghamshire. Das ist gut mit dem Feature, dann fühlen sich die neuen Abonnenten gleich willkommen. Die Kampfgeräusche übertönen aber dein zartes Stimmchen heute, ja. Na, ich werde aufpassen. Ich habe jetzt so in Pegel jetzt, also das sind lauter neue Features jetzt hier. Ich habe jetzt so einen Pegel und ich sehe ja meine Stimmlautstärke und die Spiellautstärke. Und wenn ich sehe, okay, im Kampf, das ist ja doch ein bisschen lauter, dann werde ich die Gesamtlautstärke mal ein bisschen nach unten schrauben. Ich hoffe, dass ich das dann so mal sehe, mal ab und zu, wenn ich kämpfe. Also, wie gesagt, wir machen jetzt das Menhir-Rätsel ins Nottinghamshire. Und wir gucken uns erstmal das an. Jetzt ist es ja schön ruhig. Im großen Ganzen. Stolz erfüllt mich, dass der Herr hier im Lande der Vreokin-Zelte so klar durch meine Seele spricht. Er erzählt von seinen Werkzeugen. Will, dass ich eines werde. Scheinbar kämpften die Nephilim hier vor langer Zeit. Gegen einen großen Sturm beschützten sie uns. Diese alten Wege müssen wir in Ehren halten. Ich habe den Menschen, die am Vreokin leben, erklärt, was er uns hier hinterlassen hat. Gesegnet seien die, die in diesem heiligen Lichte schreiten. So, und wieder kann ich den Namen nicht. Brennain von Cloinferta. So, also so sah das Zeichen aus. Also wie eine Sonne. Wie eine Sonne. Quasi sieht es aus. Wir schauen uns mal an, ob man die Sonne hier irgendwie zusammengebaut hat. Scheinbar kämpften die Nephilim hier vor langer Zeit. Gegen einen großen Sturm beschützten sie uns. Diese alten Wege müssen wir in. Komischerweise kann man den ja aufsprengen. Hallo Ego, ich gucke doch keinen Film. Hallo Wind. Ja, stimmt, Maxi. Dich habe ich gar nicht so richtig vorgelesen vor uns. Ah, ich glaube, wir sind schon wieder richtig. Also, eigentlich ist es doch relativ einfach, aber ich habe trotzdem noch Probleme. Hallo Maxi, wie geht's, wie steht's? Genau, Ventro. So, jetzt haben wir es gleich, Yippie! Das war Erdburg. Welche Kräfte? Oh, ich fließe in diesen Ort.